1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 5 Minuten im Radio, dann kommt auch das Fernsehen dazu, das WDR Fernsehen. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, 0800 220 5050 und die Nummer hat gewählt Daniel. Hallo Daniel, 22 Jahre alt. Hallo Domian. Um was geht's? Es geht darum, ich habe seit circa eine Woche, ich schätze mal, die Geschmacksnerven verloren. Ja? Und zwar... Warst du krank? Nein. Aha. Also das Einzige, was passiert ist, ich war beim Zahnarzt. Ja. Und der sagte halt, dass ein Zahn ziemlich angegriffen ist. Ja. Und der ist mir dann wenige Tage später ausgefallen. Also nicht komplett, der ist zur Hälfte gebrochen. Ja. Und naja, dann bin ich halt aufgestanden und habe gefrühstückt, wie immer auch. Und es schmeckt komplett alles nach Zucker. Egal, was ich zu mir nehme, ob es jetzt ein Brot ist. Ach. Egal, was ein Belag es ist. Das ist ja irre. Also das ist nach diesem Zahnarztbesuch? Ja, ganz genau. Also nach dem ersten Zahnarztbesuch ist es halt so gewesen. Ich bin dann wieder hingegangen und der hat auch diesen halt gebrochenen Zahn untersucht. Mhm. Und der sagte, dass es damit auf keinen Fall in Verbindung stehen könnte. Würde mir als Laie jetzt auch nicht eingängig sein, weil die Geschmacksnerven liegen ja auf der Zunge. Ja, richtig. Ne? Und nicht da im Zahnbereich, obwohl es könnte ja auch irgendwelche Querverbindungen geben. Nein, also... Du schmeckst alles süß nach Zucker? Du kannst egal. Also einen sauren Hering essen, der schmeckt dann wie ein Stück Torte, oder wie? Ja, ich hatte mich ja mit einer Frau aus deiner Regie unterhalten. Ja. Und die fragte mich auch, wie das aussehe mit Schafen. Ja. Also Pepperoni oder sowas in der Art. Und ich habe einen chinesischen Kollegen... Und da haben wir dieses Sambal Oleg gegessen. Ja. Das ist ja, kennst du, ne? Nee, aber es scheint scharf zu sein. Ja, sehr scharf. Ja. Das ist das Einzige, was wirklich ganz normal, also es erscheint im ersten Moment total scharf, ja. Aber der Nachgeschmack ist original wie Zucker. Ach. Und ich habe dann nach ein paar Tagen, weil es mir irgendwann, ich dachte auch zuerst, okay, du kannst entweder von den Zähnen halt, weil ich das von meinem Bruder erkenne, dass man dadurch sehr krank werden kann, dachte ich mir, okay. Aber der Zahnarzt sagt definitiv nein. Hm. Und nach ein paar Tagen habe ich dann auch mehreren Arbeitskollegen Bescheid gesagt, stellt mir hin, was ihr wollt, und es schmeckt nach Zucker. Das egal, was es ist, selbst halte ich fest, selbst Mineralwasser, wenn ich es auf, also beim ersten Schluck, es schmeckt wie original, als wenn ich in einen, ja, in so einen Zuckerpott lecke. Also selbst Sachen, die eigentlich geschmacklos sind, geschmacksneutral sind, schmecken nach Zucker. Was sagt denn der Zahnarzt? Der muss ja ein bisschen Ahnung davon haben, woher sowas rühren kann. Nein, also der, wie gesagt, der hat komplett alles untersucht. Ich habe ihn jetzt gefragt. Ja, das ist mir klar, dass er denkt, dass das nicht mit dem Zahn zusammenhängt. Aber er ist ja ein Mundfachmann. Hat er denn irgendwelche Ideen, woher es kommen kann, was man tun könnte oder dass er dich an einen anderen Arzt weiterverweist? Also das Einzige, was er sagte, ist, dass es eventuell daran liegen kann, weil ich habe tierische Angst halt vor irgendwelchen Zahneingriffen. Mhm. Und dass ich mich bei der ersten Behandlung sowas von hineingesteigert habe, weil ich bin wirklich jemand, also ich liege im Zahnarztstuhl wie einer, der am Sterben ist, dass ich mich da sowas von hineingehangen habe. Ah ja, dass so eine psychosomatische Auswirkung hat. Ja, dass eventuell eines der Mittel, halt, weil die spritzen ja auch, ne? Dass eventuell aber... Also ich finde es so interessant, dass ich jetzt gerne einen Vorschlag mache. Ich würde gerne die Zuhörer fragen, ob es unter euch auch jemanden gibt, der so etwas schon mal erlebt hat und würde gerne mit dem oder derjenigen jetzt heute noch in der Sendung sprechen, was wiederum für Daniel dann auch interessant ist. Wollen wir mal so verbleiben, Daniel? Ja, also das wäre schon klasse. Ja, das wäre für dich auch hilfreich, vielleicht auch irgendwie andere Erfahrungen zu hören. Weil es gibt wirklich keinen Menschen, also jetzt aus meiner Umgebung, der mein Halbbruder, der hat wirklich schon ein schlimmes Gebiss. Ja, und ja, ich hab das auch noch nie gehört, sowas, also wirklich noch nie. Und daher dachte ich wirklich zuerst an die Zähne, weil es ja wirklich, man weiß bekanntlich, durch Zähne kann sehr viel passieren. Mhm.
Aber der Zahnarzt sagte mir also durch diesen Eingriff definitiv, dass das kann nicht funktionieren. Es sei denn, ich hätte mich, wie du schon sagtest, ne? Ja, ist klar. Das ist haben wir verstanden. Also, wenn es Leute gibt, die solche Sachen schon erlebt haben und darüber erzählen wollen, bitte anrufen 0800 220 50 50. Jetzt sind, nein, ich muss Schluss machen, weil wir die nächste Anruferin gleich drin haben und das Fernsehen dazu kommt. Okay? Tschüss. So, ihr Lieben, das Fernsehen kommt. Und da ist das Fernsehen. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. 5 Minuten zu spät im Fernsehen. Wir bitten, das zu entschuldigen. Wir haben hier im Radio schon ein bisschen angefangen. Freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu Telefonnummer 0800 220 5050 oder Faxnummer 0800 220 50 51. Anne ist hier. Anne ist 49 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Anne. Guten Abend. Dein Thema. Bitte? Dein Thema. Ja, ich habe etwas Probleme mit meinem derzeitigen Leben, mit der Gefühlswelt so. Ja. Ich fühle mich etwas als Betrügerin meines jetzigen Lebenspartners, weil ich ihn noch mit einem Toten betrüge. Ich muss dazu sagen, ich habe in den letzten 8 Jahren 2 Männer durch Lymphdrüsenkrebs verloren. Und 97 war der letzte, das war aber mein absoluter Traummann. Ich habe immer noch den Eindruck, egal wo wir sind, wo ich bin, er ist neben mir. Ja. Auch im Bett. Ja. Ja. Wie lange, also der Mann ist 97 verstorben. Ja. Wie lange bist du mit deinem jetzigen Freund zusammen? Seit 99. 99. Zusammenleben tun wir seit 2000. Ja. Wir haben uns 99 kennengelernt. Das hast du gerade gesagt, sogar im Bett? Was bedeutet ja, das? Ja, ich sehe ihn vor mir. Ich habe ihn ständig überall. Das heißt, wenn du mit deinem jetzigen Partner schläfst, ja, denkst du eigentlich an den Toten? Ja. Weiß dein Partner das? Ich traue es mir nicht, ihm zu sagen. Ahnt er, dass da irgend... So er weiß, dass ich noch sehr an dem Mann hänge. Das weiß er. Wir haben die erste Zeit sehr viel darüber gesprochen. Er hat mir auch unheimlich geholfen. Ja. Ja, aber... Wie lange warst du mit diesem Mann, der deine so große Liebe war, zusammen? Wir durften leider nur 2,5 Jahre zusammen sein. Ja. Ich habe 91 das zweite Mal geheiratet nach einer fürchterlichen Ehe. Ja. Und der Mann musste 94 an Lymphdrüsenkrebs sterben. Mhm. Ich habe dann 95 den Erich kennengelernt und der bekam ein Jahr später Lymphdrüsenkrebs. Also Erich ist und verstarb auch. Erich ist, über den wir das sprechen, der diese große Liebe, ja, die so das nahe war geht. Die absolut große Liebe. Das war mein Traum und schlechthin. Hast du dich in deinen jetzigen Partner dann wirklich auch verliebt? Ja, es ist eine ganz andere Natur. Mhm. Ja. Ich liebe meinen Partner sehr. Mhm. Ja. Ich möchte ihn nicht mehr missen. Egal, er ist eigentlich auch ein Traummann, wenn man sich das so als Frau, man sich das als Frau vorstellt. Oder ist er eher dein bester Freund? Beides. Was hat denn dein verstorbener Traummann, was er jetzt nicht hat? Schwer zu sagen. Gibt es bestimmt eine ganze Menge. Ja. Erstens mal ist er im Bett interessanter gewesen. Mhm. Ja. Mhm. Das war das Erste. Zum Zweiten war er menschlich ein ganz, ganz anderer Typ. Er hatte etwas mehr Temperament. Ja. Er war nicht so der ruhige Pol, ja, den ich jetzt habe. Mhm. Er war, ja. War er rundherum interessanter, der ja, Verstorbene? Ja. Mhm. Ja, war einfach ein absolutes Ass. Ja. Er war von Beruf wegen, also ausgebildeter Samurai. Mhm. Und hast hatte dich, dann auch entsprechende Charaktereigenschaften. Es gab nichts zu bemängeln an dem Mann. Verstehe. Dass du dich dann überhaupt verlieben konntest in den neuen, ja, man wundert nicht, wenn man einen Menschen so inständig geliebt hat und ihn so hoch stellt, ist doch die Gefahr, dass alles andere erstmal und für eine lange Zeit verblasst. Es sind 2 grundverschiedene Typen. Mein jetziger Lebenspartner hat eine unheimliche Ausstrahlung. Er ist aus dem Dschad,
hat eine unwahrscheinliche Ausstrahlung, ist die Ruhe in Person und hat auf mich die Zeit, in der ich mich verliebt habe, war für mich fürchterlich nötig. Na? Ach, er ist aus dem Tschad, aus dem Land. Ja, ach so, aus dem Land, Tschad, aus Afrika. Hat hier zwar studiert, ist schon 30 Jahre in Deutschland, aber er hat ein unwahrscheinliches Flair, was mich wahnsinnig angesprochen hat. Wie sieht das denn so? Ich meine, das ist ja schon ein sehr dramatisches Beispiel. Wenn du sagst, wenn ich mit meinem Freund schlafe, denke ich an den Toten. Ja. Wie sieht es sonst so aus? Gehst du auch sehr oft zum Friedhof beispielsweise? Nein, ich bin weggezogen von dort. Ja. Hast du ein Bild zu Hause, das du immer anschaust? Oder Gegenstände Ich habe alles weg, weil ich einfach nicht mehr damit konfrontiert werden möchte. Es ist nicht so, dass ich ihn vergessen möchte, aber ich möchte nicht ständig daran erinnern. Aber du möchtest eigentlich loslassen. Ja, du möchtest ihn in guter Erinnerung haben, aber du möchtest nicht gefangen genommen sein, eigentlich von der Vergangenheit. Genau. Mhm. Mhm. Und dann spielt auch eine gewisse Angst eine große Rolle. Die Angst liegt darin begründet, dass ich bei jeder Kleinigkeit, die mein Lebenspartner jetzt an Krankheit hat, ich panische Angst bekomme. Dass er eventuell auch schwer krank sein könnte. Dass er auch krank wird. Ja. Ja. Passieren dir denn auch so Sachen, dass du im Eifer des Gefechtes, in netten Situationen, deinen jetzigen Partner mit dem Namen des Alten verstorbenen? Das ist mir noch nicht passiert. Ja. Könnte ja auch passieren. Nee, das ist mir noch nicht passiert. Aber das Bild meines verstorbenen Lebenspartners wird eigentlich immer größer und plastischer. Ich wollte gerade fragen, es sind jetzt einige Jahre vergangen. Es sind 7 Jahre fast rum, 6 Jahre, seitdem er verstorben ist. Hast du den Eindruck, dass das stärker wird? Ja. Ja. Ich habe den Eindruck, das Bild kommt immer plastischer auf mich zu. Mhm. Es lässt mich gar nicht mehr los. Mhm. Kannst du mit irgendjemandem darüber sprechen? Nein. Mit niemandem bislang? Auch keine gute Freundin oder so etwas? Nee, ich bin total weggezogen von dort, wo ich herkam. Sie hören Sie sicher, ich rede Schwäbisch. Ich bin weggezogen, weil ich einfach eine räumliche Trennung machen wollte. Ich konnte es nicht mehr ertragen, egal wo ich hinging, immer irgendwo einen dieser Verstorbenen dabei zu sehen. Ja, mein Mann war ja, ich war ja mit meinem Mann in der gleichen Gegend, Ich hatte einfach, ich habe einfach Angst, egal ob im Restaurant oder bei der Arbeit oder zu Hause, überall verfolgte mich irgendeiner von den Zweien, ja. Und ich habe dann eine räumliche Trennung gemacht, ich bin dann nach Bonn gezogen und bin ganz woanders. Aber dennoch verfolgt er dich auch das hier. Das kommt jetzt immer plastischer, ja. Ja. Ich habe fast die Überzeugung, Anne, dass du das ohne eine fachkundige Unterstützung nicht wirst schaffen, davon loszukommen. Ich glaube, dass du zu einem Therapeuten musst. Und ich würde es auch erstmal für mich behalten, weil das, glaube ich, sehr schmerzhaft für deinen jetzigen Partner ist. Ich denke, er hätte soweit schon Verständnis. Also ich meine nicht, was das Sexuelle anbelangt, da hätte er wahrscheinlich kein so großes Verständnis, aber... Das meinte ich jetzt auch in erster Linie. Das andere, klar, da wird man als liebender Partner auch Verständnis haben, dass die Freundin jetzt da vielleicht auch eine fremde Hilfe sucht. Es ist ja schon auffällig, wenn du sagst, ich habe alles Mögliche unternommen, ich bin sogar weggezogen. Mhm. Und es wird anstatt besser, es wird schlimmer. Das Bild ist so groß in mir von ihm. Und es geht so weit, dass du hast ja auch eine drastische Formulierung gerade benutzt. Du hast gesagt, ich gehe meinem jetzigen Mann mit einem Toten fremd. Das ist ja schon Wahnsinn, ist das. Ja, ich weiß es nicht anders auszudrücken. Ja, es ist wahrscheinlich richtig ausgedrückt. Ja, es ist richtig ausgedrückt. Deshalb vermute ich, dass es so eine tiefgründige Verstrickung hat, dass dir da wirklich jemand Fachkundiges, jemand professionell helfen muss, dieses zu lösen, da rauszukommen. Du hast keine Freunde, mit denen du darüber sprechen kannst. Nee. Du frisst alles in dich hinein. Du läufst wie ein Hamster im Rad und kommst dennoch nicht von der Stelle. Deswegen glaube ich, bin ich davon überzeugt, dass du Hilfe brauchst von außen. Ist dir das unangenehm? Nee, was Therapie anbelangt, ja. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich vielleicht irgendwo in eine Gruppe kommen muss. Mit Gruppengesprächen habe ich gar nichts am Hut. Musst du ja auch nicht. Da ich habe mit Therapeuten auch etwas schlechte Erfahrungen, weil ich als Jugendliche mal in eine Therapie musste. Ja. Und ich dann im Nachhinein mitbekommen habe, dass
meine Erzieherin von den Gesprächen bei der Therapeutin wusste. Mhm. Also ist das Vertrauen da? Mhm. Habe ich einfach etwas Schiss. Weißt du, Anne, es gibt ja auch so Trauerseminare, wo die so als Selbsthilfegruppen organisiert sind, wo gar kein Psychologe dabei ist. Vielleicht wäre das etwas für dich. Dann eher nur mit einem. Oder ja, nur mit einem. Mit Gruppen habe ich gar nichts im Hut. So, da habe ich einfach schlechte Erfahrungen. Da muss man jetzt etwas suchen, was dir gemäß ist. Aber ich finde, man muss etwas suchen und du musst da draußen packen. Aus deiner Welt heraus, da muss jemand Neutrales da mit dir arbeiten. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen jetzt ein bisschen weitersprichst und berätst. Er hat das Gespräch jetzt mitgehört. Was für dich das Günstigste ist. Er hat auch mitbekommen, dass du jetzt nicht so mit fliegenden Fahnen zu einem Therapeuten möchtest. Irgendeine Lösung wird es geben, ich bin sicher. Mhm. Also ich unterstreiche nochmal von meinem Eindruck als Außenstehender, dass du eine Hilfe brauchst, die von außen kommt. Ja, dran gedacht habe ich auch schon, weil ich einfach auch wegen den Eindruck habe, dass es an meiner körperlichen Konstitution auch etwas Probleme macht. Ich neige langsam zum Hypochonder. Ich habe Angst vor jeder kleinen Krankheit. Ja, ja, du siehst. Ich gehe in Panik, wenn ich nur einen Husten habe oder sonst was. Ja, ja. Du siehst, in welchem Zusammenhang das steht. Nämlich in einem komplizierten und komplexen Zusammenhang alles. So, jetzt legst du auf. Der Peter, so heißt der Psychologe, ruft dich an. Mhm. Und dann geht es geht jetzt um kein großes psychologisches Gespräch, sondern um ein gemeinsames Beraten und Nachdenken, was du tun könntest. Okay? Okay. Liebe Anne, ich wünsche dir von Herzen, dass du einen Weg findest und dass du es dann auch schaffst. Alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. So, ihr Lieben, wir haben heute eine freie Themennacht. Das habt ihr schon gemerkt. 0800 22 050 50. Morgen haben wir ein Thema. Und morgen heißt unser Thema, diese Frau ist mein Verderben. Ich möchte gerne mit Leuten reden, mit Männern wahrscheinlich vorwiegend, natürlich auch mit Frauen, die sagen, hier diese Frau in meiner Umgebung, muss ja nicht die Partnerin sein, kann auch die Schwester sein, die Mutter, eine Verwandte. Diese Frau ist, oder die Nachbarin, diese Frau ist mein Verderben. Die zieht mich völlig runter, die macht mein Leben kaputt oder ich habe sogar große Angst vor dieser Frau. Das ist unser Thema morgen, heute freie Themennacht. Kai ist jetzt hier, Kai ist 29 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Kai. Um was geht's? Ich rufe einmal an, und zwar folgendes, ich stehe auf große Frauen. Auf große Frauen? Ja, genau. Und ich habe, also jetzt sage ich in meinem Bekanntenkreis, wenig darüber gesprochen, weil die wissen das auch nicht. Wie groß sollen die Frauen denn sein? Also ich bin selber 1,74 und ich sage mal so ab 1,80. Du bist 1,74? Ja, so ungefähr, ja. Und unter 1,80 bei einer Frau läuft nichts? Nein, also es ist Folgendes gewesen. Ich sage mal erstmal, wie das zustande gekommen ist. Und zwar war das früher, das war in der Schule und da hatte ich eine Klassenkameradin so kennengelernt. Mhm. Die war seine Zeit schon größer wie ich. Mhm. Und das hat sich dann schon eine Beziehung, ich sag mal, ist das geworden. Ja. Und wir waren ungefähr 2,5 Jahre danach nochmal zusammen. Also eine richtig feste Beziehung und die war so ungefähr 1,88. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ja. Gab es da, also gerade wenn man ein bisschen jünger ist, gibt es ja auch eher Hänseleien. Das die ja, sicher, es waren Hänseleien, aber ich sag mal so, die war früher, also das war jetzt, also ich würde das mal so sagen, Jugendliebe. Also sie war früher in der Schule. Ja. Wie alt wart ihr da? Ja, also es war so, ich war 14 und sie war 13. Ach so. Und das ging dann erstmal so. Aber interessant, da hast du das schon entdeckt, dass du drauf stehst. Dass du ja, drauf, richtig. Drauf, und weil sie, also so, sie mochte mich und ich mochte sie eigentlich auch. Mhm. Ich habe mir früher auch nicht so weit dran gedacht, so mit großen Frauen und so. Aber dann habe ich so gemerkt, dass das ganz gut ist und folgten denn danach auch immer nur große Frauen? Du bist jetzt 29? Ja, es ist so gewesen, das wollte ich jetzt sagen, das ist so gewesen, wir sind dann aus der Schule gegangen und irgendwo haben wir uns immer auf dem Fest wieder getroffen. Ja. Und sie hatte dann keinen Freund gehabt, ich auch nicht, und dann sind wir so, sag ich mal, zusammengekommen. Ja. Sie war dann auch, wie gesagt, so ungefähr 1,88. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Und jetzt, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Wie lange wart ihr dann zusammen? Ja, wir waren ungefähr 2 Jahre zusammen. Ja. Und das hat auch ganz gut geklappt. Nur als sie ist dann halt später mit das Problem nicht fertig geworden, mit einem kleineren Mann zusammen zu sein. Und auch, ich sag mal, wenn man irgendwo, ich sag mal, wenn man jetzt in Geschäften oder so geht oder in der Öffentlichkeit irgendwo rumläuft,
dann ist natürlich, dann guckt, der Mann ist kleiner, Frau ist größer. Ja, genau, da wollte ich auch gerade drauf hinaus. Ist das für dich, ist das für dich kein Problem? Also für mich direkt ist das kein Problem. Nur ich sehe allgemein, die ganze Gesellschaft ist ja so, die haben da ja Probleme mit, vor allen Dingen die Frauen. Das ist meine Erfahrung so. Lass mal die Gesellschaft erstmal nochmal raus. Also du warst dann 2 Jahre mit der Frau zusammen, die wesentlich größer war. Kamen denn danach, was ich gerade gefragt habe, kamen danach immer große Frauen? Oder gab es zwischendurch auch mal Leute? Nein, es gab dann erstmal zweimal 2 Jahre keine Beziehung. Mhm. Danach gab es eine Beziehung mit einer kleineren Frau. Ja. Die war ungefähr 1,65. Mhm. Aber die Beziehung, die waren ungefähr nach ein halbes Jahr, war die dann zu Ende. Ja. Gab es denn dann nochmal eine größere Frau? Nein, danach gar nicht mehr. Ach so, das ist natürlich dann hart für dich. Ja, sicher, klar. Ja, und ich habe auch schon auf Festlichkeiten, beziehungsweise irgendwo, wenn man auf Feiern war oder auch im Bekanntenkreis oder irgendwie sonst, versucht auch Leute anzusprechen. Also jetzt irgendwie so gesagt, hier, hör mal, wie ist es? Man hat doch schon echt, wenn ich das jetzt so sagen darf, schon richtig Maulkorb verpasst gekriegt, ungefähr, was willst du hier, der Zwerg oder so. Ja. Oder wenn man das sieht. Kannst du mir das erklären, warum du auf große Frauen stehst? Ja, weiß ich nicht. Ich finde das ganz gut, wenn man die hochschaut oder so. Vielleicht hat das auch eine gewisse Stärke. Ach so. Was oftmals umgekehrt ist, dass die Mädels das toll finden, hoch zum Mann zu gucken, sich anlehnen zu können, findest du bei der Frau gut? Ich fand das bei der Frau gut, weil ich weiß nicht. Also ich bist du dann in der Beziehung auch so jemand, der dann eher so der, ja, ich sag mal, so eine eher devote Rolle spielt, ein bisschen sich gerne unterordnet? Oder ist es das schon? Eigentlich schon. Ja. Also ich denke mal schon, dass das wahrscheinlich auch was mit zu tun hat. Geht das jetzt bis hin zu, ich denke jetzt gerade mal was Extremes, geht das hin bis ins Sexuelle, dass du dich da auch gerne so im Sexuellen so demütigen lässt und Spaß dran hast? Das nicht? Nein, so nicht. Mhm. Also es ist schon, ich sag mal so, also ich finde das ganz gut, ich weiß nicht, für mich ist das, ich stehe da einfach drauf, wenn eine Frau, die ziemlich groß ist, man kann die hochschauen. Das ist auch was Sexuelles, ne? Das ist sexy für dich. Ja, auch richtig. Ja. Natürlich, ja. Und ich finde das ganz gut und ja, sicher, klar, für mich ist die Frau, sag ich mal, finde ich teilweise auch das stärkere Geschlecht auf der anderen Seite, sicher. Ja. Wo ist denn die Grenze nach oben? Du bist 1,74 groß. Wie groß sollte sie denn höchstens sein? Sag mal, da gibt es keine Grenzen. Also wenn ich meine, so große gibt es ja in der Frau auch noch. Ja. Ich meine, also, dann tickst du doch völlig aus wahrscheinlich, wenn du so in so Modenschauen siehst im Fernsehen. Die Models, die sind ja auch in der Regel alle sehr groß. Das ist doch wahrscheinlich dein Schönstes, ne? Dir sowas anzugucken. Ne? Ja, sicher. Mhm. Okay. Aber jetzt bist du armer, schon ganz lange solo, oder wie? Ja. Es ist so, ich kenne auch, sage ich mal, im Bekanntenkreis kenne ich zwar auch welche. So, wenn ich zum Beispiel irgendwo in Fitnesstraining bin oder so, sind ja auch einige schon dabei. Aber wenn man die so anspricht, das irgendwie traut man sich das ja auch nicht. Man kann ja nicht sagen, du mal, ich will mit dir gehen, hier, hör mal, ich stehe auf dich oder so. Ja, weil die meisten Frauen, die meisten großen Frauen vermutlich dann auf große Typen stehen. Ne? Ja, richtig. Oder zumindest auf gleich große Typen. Also ich habe in E-Mail, also wie sage ich mal, Internet, E-Mail so geschrieben, auch schon mal so geguckt. Da hat man natürlich das Problem auch. Es ist so, man sieht immer wieder, die stehen, also wenn da große Frauen sind, was weiß ich, 1,85 und so weiter und wollen Leute kennen, man sieht immer wieder, die wollen größere Männer haben. Ja, ich frage mich natürlich auf anderen Seite, hör mal, ihr seid schon, sag mal, 1,95 oder so groß. Mhm. Als Beispiel ist eine Zahl genannt. Naja, so große Männer gibt's auch, oder? Ja, sicher. Und da frage ich mich, aber war ich auch größer? Ja, wahrscheinlich schon. Nun ist ja eine Sache, wenn man sagt, ich stehe auf sowas, das ist so das Ideal, ich stehe auch auf das und das, und muss es das denn wirklich dann überhaupt unbedingt sein? Kann man denn auch nicht eine Konzession machen und sagen, na okay, komm, ist vielleicht das Ideal, aber andere Frauen sind auch gute Typen, sind gut drauf, haben guten Charakter und sehen auch gut aus. Wäre es nicht möglich, dann doch einen Kompromiss zu finden, zumindest vielleicht eine gleich große Frau? Also ich sag mal so, gleich große, würde ich sagen, ist auch okay. Nur wie gesagt, ich hatte schon eine Beziehung gehabt, die war ungefähr 1,65, aber die hat nur ein halbes Jahr gedauert. Ja, die war ja noch klein, das ist ja noch kleiner als du. Ja, sicher. Und so ein Bekannten, ich weiß nicht, also ich hatte so eine Beziehung gehabt und die hielt, aber ich denke mal, dass sie auch an meiner Seite. So, jetzt ist die Frage, wo raten wir, was du machen, wo, was raten wir, wo du hingehen sollst und was du machen sollst?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo große Frauen sind, die auf kleine Männer stehen. Das Internet ist ja immer so ein Zauberbegriff, wo man irgendwie alles irgendwie findet und alle Kontakte. Aber wenn du da auch schon gesucht hast, habe ich auch keine Ahnung. Es gibt ja auch den Club der Großen. Es ist ja so, Domian, es ist ja Folgendes. Es gibt, ich kenne auch welche, die arbeiten, sage ich mal, Club der Langen. So, die haben ja auch gesagt, ja, versuch's doch mal da. Ich habe da auch schon mal so geguckt, ne? Und dann gibt es auch zum Beispiel im Forum. Man sieht ja auch eigentlich, dass da viel drinsteht, sag ich mal, aber das ist teilweise, man kann gucken, wann man will. Es sind sehr, sehr wenige, fast kaum, die sagen, okay, ich gebe öffentlich, der Mann kann ruhig kleiner sein oder so. Also Kai, Folgendes. Ich würde gerne, ich mache mal einen Aufruf, ich würde gerne heute Nacht, wenn es denn möglich wäre, mit einer Frau sprechen, mit einer großen Frau, die Bock hat auf einen kleinen Kerl. Und mal sehen, was aus dem Gespräch herauskommt, dann könnten wir euch ja vielleicht zusammenknüpfen. Ist das ein Angebot? Ja. Ja? Ich weiß es nicht. Ich kenne persönlich, habe auch noch nie eine große Frau kennengelernt, die auf kleine Männer steht. Aber es gibt ja alles und vielleicht haben wir heute Abend Glück und ich kann mit so einer Frau sprechen. Domian, weißt du, es ist so, die Gesellschaft, die hat sich ja, sag ich mal, so einblendiert, die sagt, der Mann muss groß sein, der muss der Beschützer sein, der Hüter sein. Ja. Wie bei früher bei den Neandertaler. Ja. So, da musst du mit leben, dass du anders gestrickt bist und dass du gegen die Gesellschaft. Ich meine, aber sie sehen doch heute, sag ich mal, der freien, also wir leben doch in der Gesellschaft, in der modernen Gesellschaft. Ja, du lass uns nicht über Gesellschaftskritik reden und so. Nein, es ist, wie es ist, ne? Das heißt, du musst jetzt sehen, dass du irgendwie das Beste draus machst und vielleicht meldet sich so eine Frau. Ich wäre sehr interessiert, mit so einer Frau zu reden. Okay, Kai, du bleibst dran und wir gucken dann, was sich ergibt während der Sendung. Ja, okay. Okay, mach's gut. Alles tschüss. Klar, danke, tschüss. Telefonnummer 0800 220 5050 für alle großen Frauen, die auf kleine Männer stehen. Udo, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Jürgen. Ja. Ja, hallo. Du machst mal bitte einen schönen, großen Lob auf deine Sendung. Dankeschön. Eine super Sendung. Die gucke ich schon mittlerweile seit 5 Jahren. Das ist sehr nett von dir. Ja. Dankeschön. Ja. Um was geht's denn? Ja, mein Problem, ja, der Altbekannte seit circa 1 Jahr, sag ich mal, oder fast 1 Jahr, das ist der Daniel Kübelböck. Ach ja. Ja, leider Gottes. Du bist Fan von Daniel Kübelböck? Nein, ganz umgekehrt. Ich wollte gerade schon sagen, das kann ja gar nicht sein. Ich sag einfach mal extrem umgekehrt. Das heißt, deine Frau ist es, oder wie? Ja, richtig. Ich bin jetzt 17 Jahre verheiratet. Ja. Ja, ich kenne meine Frau seit 18 Jahren. Ja. Wir haben 2 Kinder, 17 und 15. Ja. Und meine Tochter, die stand anfangs auch auf den Daniel. Ja. Ist jetzt natürlich schon abgeklungen, wie es ja eigentlich auch so sein soll, solche, sag ich mal, bei Kiddies. Ja, man hört ja auch gar nicht mehr so viel von ihm. Ja, richtig, Gott sei Dank, sag ich mal, ganz offen. Neulich ist er mal wieder ausgepfiffen worden, ne? Hört ja, ich, ja, ganz genau. Ja, ja. So. Und mein Problem ist, meine Frau, die steht richtig auf den. Immer noch? Ja. Wie eine 1 hinter Daniel Kübelböck. Ja, ganz genau. Und dann mit 43 Jahre und das ist für mich ein bisschen unverständlich. Ja, ja. Für mich auch. Das hat ja schon ein bisschen was Päderastisches, ne? Ja, kommt ja noch schlimmer, Domian. Ja. Ist ja noch gar nicht alles. Meine Frau, pass auf, wir haben uns nie angelogen und wir verschweigen eigentlich auch nichts. Aber wenn wir Streit haben, haben wir doch irgendwann mal gesagt, pass auf, wenn wir abends im Bett gehen, muss alles geklärt sein, alles ausgesprochen sein. Ja. So, meine Frau, die ist so weit, da glaubst du, da fährt die auf ein Konzert von den Daniel und sagt mir nichts davon. Ach. Ja. Und verlangt von mir, dass ich sie nachts irgendwo in Duisburg vom Bahnhof abhole. Ja. Ohne jegliche Begründung, wo sie hinfährt oder irgendwie was. Ja. Ja. Ist schon ein bisschen sehr übertrieben. Ja, ganz genau. Ja. Und wir hatten jetzt vor 14 Tagen einen Streit gehabt, da haben wir uns 1,5 Wochen nicht gesprochen und auch gar nichts. Wegen Daniel Kübelböck? Ja, ganz genau. Ah, ist doch bekloppt. Ja. Also, weißt du, man kann ja bis zu einem gewissen Punkt kann man ja schmunzeln drüber. Richtig. Und man kann sagen, okay, komm, ist eine schräge Sache, machen ja, wir mit. Genau. Aber wenn es dann wirklich zu einer ernsthaften Ehekrise ausartet. Ja, richtig. Bei einer 43-jährigen Frau. Ganz genau. Ist es ja wirklich neben der Kappe alles. Ne? Richtig. Ja. Wie ist es denn zu Hause? Hängen da bei euch in der Küche auch Bilder von denen? Nein, um Gottes Willen. Das nicht? Nein. Aber sie hat bestimmt irgendwo ein Fach, wo sie die Bilder, Ausschnitte sammelt, ne? Ich denke mal, das wird sie auch haben, das soll sie auch haben. Ist auch alles okay. Ja. Die hat sich auch die CD von denen gekauft. Wenn sie nach Hause kommt vor Feierabend, dann läuft hier die Musik. Dann musst du dir das Zeug reinziehen. Richtig. Guck mal, du mir. Lasset ihr ja auch, das soll sie ja auch machen. Ja, ja. Verstehst du? Nur ich, das ist bei mir, ich kann den Typ einfach nicht leiden. Das ist eigentlich schon mehr oder weniger Hass bei mir, dem gegenüber. Wie ich den ersten Mal schon im Fernsehen gesehen habe, ich weiß nicht warum, ich kann den Typ einfach nicht leiden. Ja, so krass muss es bei dir dann ja auch nicht sein. Aber ich kann wiederum verstehen, dass du heftig reagierst, wenn sie das so übertrieben praktiziert. Ja, ist ja so. Geht das denn jetzt so weit, dass du, wenn ihr Sex miteinander habt, dass du denkst, die denkt an den? Nein, um Gottes Willen. Das haben wir uns auch ausgesprochen.
Nein, sie findet ihn klasse, weil sie damals auch so ein bisschen ausgeflippt war. Ja. Und ich denke mal, sie fühlt sich so ein bisschen in ihr Alter wieder zurückversetzt, wie sie früher auch mal war. Ach so, du meinst, das ist nicht so eine klassische Verliebtheit in einen Star? Nein, da habe ich auch letzte Woche mit ihr drüber gesprochen. Ja. Das ist es nicht. Ist auch von meiner Seite keine Eifersucht oder irgendwie was. Ist nur, ich kann es halt nicht verstehen, dass eine 43-jährige Frau, die mich nie angelogen hat oder sonst irgendwelche Geschichten und dann so eine Geschichte anfängt, da heimlich auf ein Konzert zu fahren, heimlich diese CD da zu kaufen und womöglich, die gehe davon aus, dass er auch das Buch haben wird. Ich glaube, der hat auch ein Buch rausgebracht, der wird es wohl auch haben. Guck mal im Schlafzimmerschrank hinter den Frotte-Handtüchern, da liegt sie wahrscheinlich. Nee, Domian, ich meine, das müsste ich mit Sicherheit nicht tun, weil ich habe meiner Frau gegenüber Vertrauen. Nee, hör mal, als diese Geschichte da war mit dem Bahnhof, dass sie dir das nicht gesagt hat, dass sie auf dem Konzert war, da gab es auch Streit hinterher, Diskussionen. Ja, selbstverständlich. Wie hat sie das denn begründet? Ja, überhaupt gar nicht. Hm. Ich habe sie abholen lassen vom Kollege von mir, der war in Duisburg bei seiner Freundin. Und da habe ich gesagt, du hör mal, ich brauche ja nachts nicht losfahren. Wenn du sowieso in Duisburg bist, kannst du sie abholen vom Bahnhof. Ja. Hat er dann auch gemacht, hat sie dann hier abends abgesetzt. Ja. Und dann, wie gesagt, abends ging es dann schon los. Dann kam sie nach Hause, kam rauf. Ich war dann natürlich schon im Bett, ich habe auf sie gewartet. Ja. Und dann habe ich ihr das auch dann so vorgehalten. Und dann hat sie auch mit Hängen und Würgen gesagt, wo sie war. Und dann habe ich gesagt, du hättest mir das auch nicht gesagt. Nee, ich hätte ja gesagt, sag ich, den Kollegen hast du doch mit Sicherheit unterwegs im Auto auch nicht gesagt. Nee, hat sie auch nicht. Ja, sag ich, dann soll ich jetzt glauben, du hättest mir einen Tag später gesagt. Also Udo, pass mal auf. Ja. Vielleicht solltest du auch ein bisschen entspannter rangehen. Ja. Das ist es ja nicht wert, dass ihr da eure Stimmung in eurer eigentlich guten Ehe, ne, so habe ich es verstanden. Richtig. Da strapaziert durch so einen Spaß letztendlich. Ja. Und es muss auf der anderen Seite auch möglich sein, du bist ein handfester Typ, das merke ich, und wahrscheinlich wird deine Frau auch nicht viel anders drauf sein, dass ihr beide euch da irgendwie wieder zusammenrauft. Das wäre doch völlig albern, wenn Haben wir ja auch gemacht. Wir waren ja jetzt auch 3-4 Tage wieder zusammengerauft. Ja. Nur heute Abend hat sich das wieder so hochgeschaukelt. Vielleicht solltest du ihr einfach, vielleicht ist das einfach ein Trick, sei doch einfach ein bisschen cooler und lass sie einfach laufen, lass ihr den Spaß. Ja. Lass sie einfach in Ruhe. Vielleicht erlädt sich das Ganze von allein. Hat sie ja zu mir auch gesagt, irgendwann wird sie kein Fan mehr davon sein, nur sie weiß die Zeit nicht. Ich fände es nur sehr bedenklich, wenn das jetzt so wirklich fast schon ein bisschen pervertierte und sie würde beim Sex an ihn denken, wenn ihr miteinander schlaft. Nee, da gehe ich mal von gar nicht von aus. So gut, dann ist es doch okay. Ja. Das ist okay. Ich würde da locker rangehen, souveräner. Der taucht auch überall auf, in jede Sendung, da schalte ich rum und ich höre dann hier die Musiksender und wartet schon förmlich drauf, dass die Musik von dem wieder läuft. Udo, was meinst du, wie schnell sich das erledigen wird? Ja, ich will es hoffen. Das ebbt ja jetzt schon sehr ab und das wird auch nicht mehr so lange dauern. Dass das alles wieder hier in seine geregelten Bahnen läuft. Ja, genau, ganz genau. Also locker bleiben, Junge. Alles in okay. Ordnung. Okay. Tschüss, Udo. Domian, schönen Dank. Danke, tschüss. Ja, tschüss. Julia, 27 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Julia? Julia, ja, ich bin selbst. Ja, schönen guten Morgen. Also erstmal, eigentlich ist mein Thema ein anderes, aber ich habe gerade zufällig mitgekriegt, dass es um große Frauen ging, die auf kleine Menschen, Männer stehen. Ja. Und sag bloß du. Bitte? Sag bloß du. Ja, zufällig bin ich eine große Frau und ich war mal in einen kleinen Mann verliebt, das ist aber schon eine Weile her. Wie groß bist du? Ich bin 1,78. Ach, geht ja, ist ja noch nicht so ganz groß. Ja, es hält sich noch in Grenzen. Ja. Aber ich habe ziemlich viel in der Rennsportszene zu tun gehabt und da gibt es eine Menge Jockeys, die mit großen Frauen zusammen sind. Also nur um dem anderen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ein bisschen Mut zu machen. Der Kai war Kai, genau. Es gibt ganz, ganz viele große Frauen, die auf kleine Männer stehen. Das ist ja interessant. In der Jockeyszene gibt es viele Verbindungen zwischen kleinen Männern, weil Jockeys kleine Männer sind in der Regel, weil die leicht sein müssen, mit die größere Freundin haben. Ganz genau. Also die meisten Jockeys, die halt wirklich, also der größte Jockey, den ich kenne, der ist 1,70 Meter und die anderen sind alle ziemlich klein. Also der kleinste ist, glaube ich, 1,50 und die haben alle große Frauen. Das heißt, der ultimative Tipp wäre vielleicht an Kai, sich so in diese Rennsportszene zu begeben, weil da Frauen sind, die auf kleine Männer stehen. Kann das sein? Ja, ganz genau. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Also Kai, das ist schon mal der erste Tipp, den wir jetzt rausgekriegt haben. Bei dir ist es aber nicht so, dass du unbedingt einen kleinen Mann haben musst. Nein, ich bin mit einem großen Mann verheiratet und das ist auch eigentlich mein Thema heute Abend. Okay, dann reden wir über das Thema. Das war nur Zufall, dass ich das gerade mitgekriegt habe, dass es eben um große Männer und große Frauen und kleine Männer geht. Ja. Mein Thema ist eigentlich, das bezieht sich auf gestern, auf ein Thema von gestern. Da gab es eine Renate, die bei dir angerufen hat, die keine Lust auf Sex hatte. Ja, genau. 19 Jahre alt und die eine Weile mit ihrem Freund zusammen war, sich da getrennt hat, weil das mit dem Sex nicht so lief. Genau. Mhm. Und bei mir ist es eigentlich sehr ähnlich. Also ich habe auch sehr, sehr wenig Lust auf Sex. Also fast überhaupt nicht. Also vielleicht, alle 2 Monate, 3 Monate mal, dass ich von selber Lust habe auf Sex. Und
Das hat mir auch schon eine ganze Weile Gedanken gemacht und ich war gestern richtig froh, dass es da andere gibt, die denen das genauso geht. Mhm. Und zwar ist es bei mir nicht so, dass ich meinen Mann nicht attraktiv finde. Also ich bin ja seit einem knappen halben Jahr verheiratet. Aber schon eine ganze lange Weile mit ihm zusammen? Auch noch nicht so lange, also anderthalb Jahre jetzt. Na, wir hatten uns ein Jahr und dann haben wir geheiratet. Mhm. Relativ schnell, also es ist schon meine große Liebe. Ja. Der Mann ist also wahnsinnig attraktiv, also wirklich richtig hübsch. Ja. Und daran liegt es überhaupt nicht. Der Sex ist auch gut. Und ist auch der erste Mann, mit dem ich regelmäßig einen Orgasmus habe, wenn ich Sex habe. Mhm. Was ja schon eine gute Voraussetzung ist. Bitte? Was gute Voraussetzungen sind. Hast eigentlich du da, ja. Nur ich denke einfach nie dran von mir aus. Also ich bin relativ eingespannt. Also ich studiere Psychologie. Mhm. Und immer kompliziert. Die machen sich zu viel Gedanken, die Psychologiestudentin. Vielleicht auch das. Nein. Aber ich bin gelernte Krankenschwester. Ich mache Nachtdienste im Krankenhaus während dem Studium. Ja. Ich gehe kellnern. Ich habe einfach relativ wenig Zeit. Im Moment habe ich noch einen kleinen Welpen hier zu Hause, der mich noch in Anspruch nimmt. Und ich denke einfach nicht an Sex. Ich habe keine Lust darauf. Lass mich kurz unterbrechen. Das ist ja, wäre ja fast schon ein übliches Phänomen oder ein bekanntes Phänomen, dass Leute, die sehr im Stress sind, dass bei denen das einfach runtergefahren ist. Ich glaube fast, dass es nur eine Ausrede ist, dass ich sage, es ist im Stress. Also es war eigentlich schon immer so, auch wenn ich keinen Stress hatte. Was meint denn die angehende Psychologin, wo der Hund begraben liegt? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich habe weder schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Mhm. Ja gut, also mit 13 bin ich mal von einem Typen angefasst worden, aber also ohne, dass ich das wollte natürlich. Aber ich glaube nicht, dass mich das jetzt so belastet, dass ich da keine Lust auf Sex habe. Also ich habe wirklich keine Ahnung, woran das liegt. Deswegen habe ich mich eigentlich auch an dich gewandt. Wie war das denn vor der Zeit mit deinem jetzigen Traummann, mit dem kleinen Mann zum Beispiel? Es gab ja wahrscheinlich andere Männer vorher. Warst du da sexuell aktiver? Es ist so, dass ich am Anfang von einer Beziehung immer relativ sexuell aktiv bin, wobei ich da am Anfang von einer Beziehung meistens keinen Orgasmus habe. Aber da habe ich schon Lust, nur ich komme nicht zum Orgasmus. Ja. Das entwickelt sich eigentlich erst mit der Zeit. Mhm. Also wenn ich einen Mann länger kenne, dass ich da auch so weit bin, dass ich einen Orgasmus kriege. Wenn das Vertrauen da ist. Genau. Wenn man aufeinander eingespielt ist. Genau. Ja. Genau. Mhm, ja. Am Anfang ist die Lust eigentlich immer größer. Also als ich meinen Mann kennengelernt habe, haben wir auch fast jeden Tag miteinander geschlafen und ich hatte auch Lust dazu. Das hat sich mit der Zeit nur einfach, obwohl ich dann einen Orgasmus bekommen habe, keine Lust mehr. Also das hat sich mit der Zeit erst entwickelt. Ja. Ganz merkwürdigerweise. Ja. Denkst du denn auch gar nicht an Sex zwischendurch mal? So für dich, wenn du kellnerst oder was? Oder wenn du in der Uni sitzt und irgendwelche tollen Leute siehst und. Nee, eigentlich nicht. Ja? Nee, also ich denke da eigentlich gar nicht dran. Genau wie diese Renate gestern eigentlich. Sie sagt ja auch, sie denkt da eigentlich gar nicht. Mir kommt das einfach gar nicht in den Sinn. Und onanierst du denn? Ab und zu schon, ja. Das schon. Das schon? Das schon, aber. Und ist das okay? Ist das schön? Ist das für dich befriedigend? Ja, das schon, doch. Ja. Mhm. Das ist okay. Und was denkst du dann? Was denke ich dann? Während dem Onanieren? Ja. An Situationen, die ich mal erlebt habe. Mhm. Manchmal auch an Frauen. Mhm. Kann das sein? Ja, ich frage gerade, ich überlege gerade, wenn vielleicht ist irgendetwas da an einer Sehnsucht, dass du bisher nicht befriedigt hast und dass aufgrund dieser Nicht-Befriedigtseins alles irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Und wenn du ja sagst, ich denke auch manchmal an Frauen, ist das natürlich schon ein Signal, wo man hellhörig wird. Hm. Ist da irgendeine Ader, ist da irgendeine bisexuelle Ader, muss ja nicht gleich eine rein lesbische Ader sein, wahrscheinlich nicht, wenn du sehr guten Sex mit Männern schon hattest, die ausgelebt werden will vielleicht und du das bisher nicht getraut hast und deshalb fährst du alles runter. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt ein Stochern im Nebel. Hm. Denkst du an deinen Freund auch, wenn du Spaß mit dir selbst hast? Schon, ja. Also in letzter Zeit ist es mir schon aufgefallen, dass ich relativ häufig an Frauen denke. Aber ich habe nie das Bedürfnis, ich habe mich nie in eine Frau verliebt und ich habe auch nie das direkte Bedürfnis gehabt, mit einer Frau Sex zu haben. Aber ich meine, wenn man beim Onanieren an das eigene Geschlecht denkt, ist das ja schon ein sehr, sehr klares Signal, dass man diesbezüglich ein großes Interesse hat.
Das ist ja schon noch viel mehr, als wenn man auf der Straße, wenn du auf der Straße mal eine Frau angucken würdest und würdest denken, oh, dann ist man eine schöne Frau oder eine attraktive Frau oder auch eine erotische Frau. Beim Onanieren dran zu denken, hat ja einen viel höheren Stellenwert. Ja, wirklich? Na, hör mal. Na, ist doch klar. Ich dachte eigentlich, es wäre normal, dass jede Frau und jeder Mann mal homosexuelle Fantasien hat, das aber nicht zu bedeuten hätte. Nee, das hat nicht jeder. Also ich bin davon überzeugt, dass es nicht jeder Mann und nicht jede Frau hat. Es gibt zwar sicher eine große Zahl von bisexuellen Menschen, die das gar nicht ausleben oder gar nicht wissen, aber es gibt so viele totale Heterosocken und so stockschwule Leute. Also ich bin kein Vertreter der These, wir alle hier nehmen uns in den Arm, wir alle sind bisexuell. Quatsch, glaube ich nicht. Nee. Nee. Also ich habe halt eigentlich immer geglaubt, dass jeder Mann und jede Frau so homosexuelle Fantasien hat, dass es aber nichts damit zu tun hat, wie er in Wirklichkeit gepoolt ist. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es wirklich heterosexuelle Menschen gibt, die nie im Leben daran denken, Sex mit dem eigenen Geschlecht zu haben. Also du meinst, dass es daran liegen könnte, dass ich eventuell irgendwie bisexuell veranlagt bin und das nie ausgelebt habe? Ich weiß nicht, das wäre jetzt sehr, sehr infam, das in ein paar Minuten so zu sagen, aber es ist einfach mal eine interessante Überlegung. Also es ist inzwischen schon so, dass ich anfange zu rechnen. Also total bescheuert. Wir haben Sex und ich denke, oh Gott sei Dank, jetzt habe ich erstmal wieder meine Ruhe. Ja, schlechtes Zeichen. Ja, schlechtes Zeichen. Ja, also, ist wirklich ein schlechtes Zeichen. Ist auch total merkwürdig. Ich finde es auch total schrecklich, weil ich denke, mein Mann braucht das auch irgendwo und der hat auch viel mehr Lust als ich. Und ich kann ja nicht ständig mein Leben lang immer nur zurückhalten und sagen, nee, so, die 2 Monate sind noch nicht vorbei, wir können noch nicht wieder. Wie geht er denn damit um? Er merkt das ja auch oder weiß das ja, dass du eben nicht so daran interessiert bist. Er versucht schon mal ab und zu Annäherungsversuche zu machen und er hat mich auch schon mal darauf angesprochen und ich habe halt gesagt, also er fragt, ob es an ihm liegt, natürlich, und ich sag, nee, das war schon immer so, in sämtlichen Beziehungen, die ich hatte, war es halt immer, es war immer so, dass ich wenig Aber Lust hatte auf Sex. Ich will dir sagen, Julia, wenn das so schon ist, nach so kurzer Zeit, nach so kurzer Ehezeit, dass du darüber nachdenkst, oh, jetzt habe ich es hinter mich gebracht, jetzt habe ich wieder zwei Monate Ruhe. Das ist aber ein mega, mega großes Warnsignal für mich. Aber ich liebe diesen Mann. Ja, das muss einander ja nicht ausschließen. So, jetzt lass uns überlegen, was zu tun ist. Ist dein Mann experimentierfreudig? Ja, schon. Auch sexuell? Ja. Versuch doch einfach, damit du auch die Ehe schützt und die Vertrauensbasis erhältst, versuch doch einfach zu dritt irgendetwas zu machen mit. Das habe ich schon mal in einer Beziehung gemacht, in einer, die ich schon mal vorher hatte. Mhm. Und das war für mich also nicht so toll. Also ich habe mir gedacht, also es war eine Frau dabei, die wir auch beide gut kannten. Ja. Eine sehr gute Freundin von mir damals und irgendwie... Vielleicht lag es auch an der speziellen Konstellation. Ich meine, der erste Schritt wäre auch erstmal, dass ihr beide darüber redet und sagt, dass ihr euch einfach gegenseitig mal eure sexuellen Geheimnisse verratet, eure Sehnsüchte. Haben die innigsten Pärchen haben oft da große Geheimnisse voreinander. Dass ihr euch das einfach mal erzählt und dann gemeinsam überlegt, ob man da vielleicht gemeinsam irgendwas machen könnte. Irgendwas. Zu einer Sexparty zu gehen, in einen Club zu gehen oder in einen Dritten oder ein Pärchen hinzuzunehmen. Ich weiß es nicht. Irgendwas, damit da ein bisschen Schwung in die ganze Sache kommt. Also ich hatte, wie gesagt, schon mal einen Dreier mit einer Frau, also ein Mann und eine Frau. Mhm. Und das war für mich eigentlich wenig befriedigend, weil ich die ganze Zeit so unter Spannung stand, dass ich dachte, ich muss dem Mann gefallen. Mhm. Also es muss jetzt irgendwas passieren, was dem Mann gefällt, aber dass ich weniger auf mich geachtet habe. Ja. Und ich glaube, das wäre jetzt wieder ähnlich. Also dass ich immer gucken würde, fühlt er sich befriedigt, ist er eifersüchtig vielleicht auf die Frau oder so. Also muss es eine ganz andere Konstellation sein. Nein, ich finde, der allererste Schritt ist, dass ihr über den euren eigenen Schamschatten springt und das einfach thematisiert und diskutiert. Das finde ich wichtig. Hm. Und daraus wird irgendetwas resultieren, bin ich ganz sicher. Aber du meinst, es liegt daran, dass ich vielleicht eine bisexuelle Ader habe? Vielleicht, ja, vielleicht. Vielleicht, mit 1000 Fragezeichen. Also es gibt keine Menschen, die einfach keine Lust auf Sex haben. Ich glaube bestimmt, dass es Menschen gibt, wo das stärker ausgeprägt ist und bei Menschen, wo es viel weniger ausgeprägt ist. Aber bei vielen, wo es so gebremst ist, steckt oftmals wirklich ein handfester Grund dahinter. Irgendein Hemmschuh, eine Hemmschwelle. Hm. So, jetzt beenden wir das Gespräch hier auf dem Sender. Okay. Ich wäre interessiert daran, wie sich das weiterentwickelt. Würde gerne mit dir nochmal sprechen. Mhm. Versuche mal ins Gespräch mit deinem Freund zu kommen, mit deinem Mann. Und dass wir vielleicht in 4, 5, 6 Wochen nochmal sprechen. Mhm. Mail ganz einfach, das ist die beste Methode, durchzukommen. Okay. Okay? Alles klar. Alles Gute, danke Julia. Tschüss. Tschüss.
Ihr Lieben, morgen haben wir eine Themennacht. Und morgen heißt das Thema, diese Frau ist mein Verderben. Ich möchte mit Menschen sprechen, die eine sehr komplizierte Beziehung zu einer anderen Frau haben, die quasi Angst vor der Frau haben, die sagen, diese Frau ist bedrohlich, diese Frau regiert in mein Leben hinein oder diese Frau macht mein Leben kaputt. Also, diese Frau ist mein Verderben, unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir hier im Radio bei 1Live und im WDR Fernsehen. Jetzt bin ich verbunden mit der Marie-Louise und die ist 56 Jahre alt. Ich kann Ihnen sagen, dieser Mann ist auch mein Verderben. Ich bin 11 Jahre liiert mit einem verheirateten Mann. Oh je. Elf Jahre mit einem verheirateten? 11 Jahre, ja. Das heißt, du bist 11 Jahre das fünfte Rad am Wagen? Ja, oder das sechste fast, ja. Marie-Louise. Ja. Du bist aber in den 11 Jahren solo gewesen. Also du bist nicht auch noch Nein, in einer Beziehung. Ich muss sagen, ich bin verheiratet seit über 20 Jahren. Ach, das aber auch? Ne? Nicht. Moment, ja. Guck nicht so. Aber nicht hier in Deutschland. Wir leben schon 20 Jahre getrennt, so. Also ich komme mir schon vor wie Single. Okay. Wenn ich das jetzt noch ausarbeite, weiß ganz Deutschland, wer ich bin. So. Achso, du nicht in Deutschland? Wo ist dein Mann? Warum ist dein Mann im Ausland? Möchtest du nicht erzählen? Nee, das kann ich nicht. Okay. Weil viele Freunde die Sendung hören und Gut. dann wissen die schon. Also mir reicht es, du bist quasi getrennt von deinem Mann. Ja, kann man so schon sagen. Über 20 Jahre. Ja. So, und seit 11 Jahren Verhältnis mit einem verheirateten Mann? Ja. Ganz geheimes Verhältnis? Ja, also zwischen uns nicht, zwischen den Nachbarn auch nicht, aber seine Frau weiß auch so ein bisschen Bescheid. Ja? Ja. Du hast gerade gesagt, ich bin auch fast das sechste Rad am Wagen. Hat er gar noch eine? Möglicherweise, das weiß ich nicht das so genau. Das weißt du nicht. Ist das ein reines... Aber so seit ein paar Jahren stinkt mir das so kolossal. Warum? Ja, gerade wegen dem fünften Rad und so. Mhm. Und auch eine Frau will ja immer irgendwo ein bisschen abgesichert sein und so. Ja. Und ist auch so ein Handicap. Jetzt habe ich seit ein paar Monaten habe ich noch jemanden kennengelernt, der aber auch in der Beziehung steckt. Du hast aber immer ein Händchen für, ne? Mhm. Aber Mann. Mhm. Aber ich dachte auch immer seit Jahren, weil ich selber verheiratet bin, habe ich immer gedacht, naja, wenn du jemanden hast, wo auch liiert, ist es nicht so schlimm. Ja, gut, aber... Ja. Was war denn dein, also wir reden jetzt mal von hauptsächlich von dem Mann, mit dem du 11 Jahre zusammen bist. Ja. War dein Bestreben oder deine Sehnsucht eigentlich all die Jahre, dass du diesen Mann ganz für dich hast und dass ihr zusammen ja, ein Leben führt? Ja, aber mit den Jahren habe ich gemerkt, dass er immer treu zur Seite steht zu Hause. Zu Hause. Mhm. Ja. Und er weiß das aber, was du für Sehnsüchte hast. Ja, eigentlich weiß er das schon, aber... Was heißt eigentlich? Er weiß es, aber er möchte es nicht wissen. Er möchte es nicht wahrhaben. Ja. Das heißt, du hast es ihm schon klar gesagt oder ihm vermittelt? Ja, habe ich ihm klar schon gesagt, ja. Liebt er denn seine Frau auch oder ist das eine Gewohnheitssache? Nö, das ist so das 40 Jahre lang eine Gewohnheit. Mhm. Wie sieht denn euer Verhältnis überhaupt aus? Wie oft seht ihr euch zum Beispiel? Och, manchmal fünfmal in der Woche, wenn ich es möchte, Also. Und wenn ich es nicht möchte, dann gar nicht. Also ich bin schon dran, das so abzuriegeln seit ein paar Jahren, seit ich in seine Nähe ganz unmittelbar gezogen bin. Achso, aber du kannst das schon bestimmen. Also wenn du ja. das möchtest, dann... Ja. Also nicht umgekehrt, dass er nur... Nee, ich schmeiß ihn zum Fenster raus und zur Tür kommt er wieder rein mit irgendwelchen Argumenten oder so. Ja, also, eigentlich ein liebenswerter Kerl. Ja. Ja, ein ganz liebenswerter Kerl. Er hilft mir auch finanziell und so, kann ich nichts sagen. Ja, aber das ist keine Abhängigkeit von ihm. Finanziell. Ich bin abhängig finanziell etwas von ihm. Oh, das ist schlecht. Ja. Das ist schlecht. Ja, weil ich ohne Arbeit bin und so. Und jetzt habe ich mich aber so aufgerappelt, dass ich selber Geld verdiene. So. Ach so, sodass diese Abhängigkeit eventuell schwinden könnte. Ja, demnächst. Und trotzdem, das ist eine kolossale Scheiße. Von dem Kerl kommen wir einfach nicht los. Ja. Das hat mit Sex gar nichts zu tun. Habt ihr denn auch, also das ist schon sexuell sehr... Nee, das hat mit Sex gar nichts, gar nichts. Zu tun. Gar aber ihr habt Sex miteinander? Gehabt. Ach. Gar nicht. Ein paar Monaten noch, aber das können Sie vergessen. Immer mehr. Ah, das habe ich ihm auch gesagt. Die drei Minuten kann ich mir selber machen, habe ich gesagt. Aber ich hoffe, dass es am Anfang besser abging. Oder auch nicht, die ersten Eltern. Da habe ich mir eingebildet, von mir aus kam immer alles und von ihm nur das, was er wollte. Ach so. Also, ja. Mit den Jahren wird man ja ein bisschen mal... Ja. Also, klarsichtig auf Deutsch gesagt. Ja, wenn ihr euch dann so ganz oft seht in der Woche, was macht ihr dann miteinander, wenn ihr nicht ins Bett geht? Ach, wir quatschen über Gott und die Welt, ja. Dann geht er wieder. Ja, ist also wie so eine Bekanntschaft, so eine Freundschaft irgendwie. Ja. Bringt die Brote vorbei, was ich brauche oder so, und dann hat sich das schon. Ja. Ja, also, das ist ganz schön traurig irgendwo. Eigentlich schon, ja.
Und da ist aber trotzdem entsteht zwischen zwei Menschen immer so ein Gefühl der Zusammengehörigkeit nach so vielen Jahren. Ja, der Mann hat ja quasi eine Parallelbeziehung aufgebaut. Ne? Ja. Für ihn ist es auch, finde ich, eine sehr schwierige Situation mit sich. Ich finde es gar nicht schwierig für ihn. Jetzt helfen Sie bloß nicht ihm. Nein, ich helfe dem überhaupt nicht. Ja. Übrigens, wir duzen uns hier, ne? Ich duze dich auch. Ja. Nein, schwierig nicht im Sinne von mitleidig, sondern schwierig, dass er sich in den Spiegel gucken kann. Also ich kann mir zu meinen ganzen Freunden, meine ganze Bekanntschaft, der ganze Umkreis weiß das. Ja. Alle wissen. Ja, bei dir ist es ja auch völlig in Ordnung. Er belügt ja quasi seine Frau. Aber bei ihm weiß es gar niemand. Eben. Ich wundere mich manchmal, mit wem er über das Problem redet. Sag mal, Marie-Louise, wenn du sagst, da läuft auch sexuell gar nicht mehr viel und... Nein, jetzt habe ich es auch schon seit 2-3 Monaten total abgebaut, dass ich zu ihm gesagt habe, ich möchte das nicht mehr. Würdest du denn... Und dann hat er gesagt, okay, wenn du mich brauchst, so... Ja. Wenn du irgendwas brauchst, ruf mich an und dann bin ich aber, wieder da. Aber dennoch würdest du, wenn er jetzt gehen würde von zu Hause weg, würdest du sagen, okay, ich nehme diesen Mann? Nein. Ach, jetzt nicht mehr? Nein, so beschissen. Nee, so wie seine Frau möchte nicht dran sein. Ganz ehrlich nicht. Wo liegt das Problem dann? Warum hast du mich angerufen? Das Problem liegt darin, ich habe jetzt seit ein paar Monaten noch parallel jemanden kennengelernt, der aber auch in der Beziehung steckt. Ja. Sehr liebenswert ist. Sexuell läuft er so gut wie gar nichts mit dem Kerl. Auch nicht? Der trinkt ganz deftig. Hast du keinen Bock auf Sex mehr? Doch, ja, aber da muss ein bisschen mehr, dann muss sich jemand trennen und sagen, hier, entweder du oder ich. Ja. Und das ist jetzt meine Frage, soll ich jetzt beide im Mond schießen und die Augen offen halten nach dem dritten? Ja, lach einfach. Ja. Das ist schon total schwierig. Ja, aber weil den zweiten, den wo ich erst wenige Monate kenne, den mag ich sehr. Den mag ich sehr, nur vom Herzen. Jetzt mit Sex oder so, wir waren auch schon kuscheln und so, ist da gar nicht so viel drin, aber den mag ich einfach von Herzen mehr. Ja. Und der mag mich auch, sagt er. Ja. Aber er möchte sich auch nicht trennen von seiner Tola da. Ne? Ja. Also, es ist natürlich, es hat einen hohen Wert, wenn man jemanden vom Herzen mag. Und wenn man dann sogar mit dem kuscheln kann, ist es ja noch schöner. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, dass du doch irgendwas anders suchst, ne? Suchst du nicht, ne? Suchst du nicht jemanden, den du von Herzen magst, mit dem du kuscheln kannst, der keine Frau hat, der ganz für dich da ist und mit dem du vielleicht auch Sex haben könntest? Ja. Ne? Das wäre die Idealvorstellung. Ja. Ich wünschte mir, dass jetzt beide zuhören und dass sie merken, wer ich bin. Die würden mich schon an der Stimme damit erkennen. Damit die endlich mal die Knaben kapieren, was du möchtest. Ja, das ist ganz schön traurig, finde ich. Aber du bist ja eine sehr vitale Frau, ne? Ja, finde ich schon, ja. Das heißt, es fällt dir auch gar nicht so schwer, jemanden kennenzulernen. Doch, eigentlich schon, ja. Mhm. Weil ich also zu 99% nie aus dem Haus gehe. Warum nicht? Weil ich keinen Sinn drin sehe, so in die Kneipe zu ziehen oder sonst wohin. Ach so, aber du gehst raus schon, so. Du gehst spazieren und einkaufen und so. Ja, einkaufen schon, ja, das ist aber wahrscheinlich das Einzige. Mhm. Oder arbeiten oder bis um die nächste Ecke mal. Ach so, in Kneipen und Cafés und so gehst du nicht? Ganz selten, mit einer Freundin mal alle 14 Tage für eine Stunde oder so, aber... Also, auf die Grundfrage zurückzukommen. Soll ich die beiden jetzt in den Wind schießen, ne? So hast du es ja gesagt. Ja. Irgendwie, ne? Ist natürlich eine große, komplizierte Frage. Wenn du dich bei dem Mann, mit dem du 11 Jahre zusammen bist. Ja. Ich würde es immer davon abhängig machen, was für ein Hauptgefühl ich bei dem Menschen habe. Und wenn das Gefühl... Das ist eben so wie ein Freund zu mir. Mhm. Jetzt. Ja, ja, dann lass doch die Freundschaft ganz einfach. Das ist trotzdem halt keine Beziehung. Ja, ja. Aber ich wohne hier ganz privat und eigen im Einfamilienhaus. Ja. Mit zwei Leuten unten drin noch, die Hauswirte. Ja, jetzt kann ich nicht den einen Freund hier reinlassen und den anderen auch noch. Ja. Das heißt, also du kannst da käme ich mir so irgendwie so. Du kannst nicht zwei Hausfreunde haben. Nee. Ich finde schon, dass du Nachbarschaft. Ach, die Nachbarschaft. Ich finde, dass du zwei Freunde haben kannst. Warum nicht? Also, nimm dir doch das Gute von dem, was... Ja, und was sagt der Hauswirt dann? Ach. Das heißt, da kommen zwei Männer ins Haus. Ja, und? Du bezahlst deine Miete und du kannst in deinen vier Wänden machen, was du willst. Das kann man hier nicht machen, wo ich wohne. Das finde ich aber jetzt wirklich schon ein bisschen schlimm, wenn man darauf Rücksicht nehmen muss. Du musst Rücksicht nehmen auf dich, was für dich gut ist und was korrekt ist. Und wenn du mit den beiden... Ja, dann wäre es mir am liebsten der eine, wo ich 11 Jahre kenne, da kann ich auf der Couch sitzen und mit dem anderen bin ich im Bett, das wäre mir egal. Ja, so auf diese Art. Ja, aber
das kann man nicht machen. In bestimmten Situationen kann man das einfach nicht machen. Mhm. Ja, also in Sachen, was denkt die jetzt die Nachbarschaft? Da bin ich kein guter Ratgeber. Da sage ich immer, komm, lass die Nachbarschaft denken, was sie will. Mir geht's wirklich in erster Linie so um dich, um dein Herz, um deine Seele, um dein Gefühl. Ja, so denke ich auch schon die ganze Zeit. Ja, und es hindert dich ja auch nicht daran, auch selbst wenn du jetzt zu beiden Männern irgendwie eine Freundschaft hast, dass du doch die Augen aufhalten kannst nach einer richtigen... Jetzt gib mir mal einen Rat, Domian. Ja. Würdest du jetzt zum Beispiel zu dem sagen, zu dem einen, wo ich 11 Jahre kenne, würdest du zu dem jetzt sagen, angenommen wärst mich, ja, würdest du zu ihm jetzt sagen, hör mal zu, da ist noch jemand anderes? Ja. Dann sagt er zu mir, okay, dann schneide ich dir den Geldhahn ab. Der andere würde mir aber zum Beispiel jetzt nichts geben. Ja, das ist natürlich schlimm, wenn du finanziell von dem abhängig bist. Ja. Ja. Im Prinzip also hast du ein gutes Recht. Er hat seine Frau, also kannst du auch. Du bist ein freier Mensch. Kannst du nebenher auch jemanden haben? Er hat dir das habe ich auch schon gedacht, ja. Ja, er hat dir gar keine Vorschriften zu machen. Das mit dem Finanziellen ist natürlich sehr misslich. Aber du hast gerade gesagt, dass du irgendwie Arbeit suchst oder dir was aufbaust, um die Abhängigkeit wegzuziehen. Ja, das musst du machen. Das musst du machen. Das ist, ich glaube, der allerwichtigste Schritt überhaupt, dass du von der Abhängigkeit rauskommst. Ja, und das merkt er jetzt schon so ein bisschen. Ja, so, und dann kannst du ihm auch sagen. Ne? Ja, aber ein Stück weit ist eine Frau auch feige, nicht bloß ein Mann. Bitte? Ein Stück weit ist die Frau auch feige, nicht nur der Mann. Ja. Also, dass man das einfach jemand so... Ja. Ich mag den trotzdem, ich kann einfach nicht so... Der kann mir alles knallhart so sagen, dass ich bald vom Stuhl falle, aber ich kann das einfach nicht so knallhart so erwidern. Ja, also ich finde... Freundschaft, okay, aber halt die Augen auf für das, was du eigentlich auch noch an Bedürfnissen hast. Das wäre so meine Grundhaltung. Und denk weniger an die Nachbarschaft. Die sind es nicht wert. Es geht um dein Leben und um dein Gefühl. Marie-Louise, in dem Sinne. Ja. Alles Gute von Herzen. Ja, danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Tanja, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber wir beiden... schaffen das auch in einer kurzen Zeit. Aber sicher. Um was geht's? Ich bin 1,87 und finde kleine Männer dufte. Hey! Hey, da freut der Kai sich. Der Kai hat keine Chance. Der klang mir ehrlich gesagt ein bisschen zu pervers. Zu pervers? Ach nö. Doch. Ehrlich? Ich glaube, der wäre nicht mein Typ. Mein Herz ist vergeben. Oh. Aber du stehst auf kleine Männer. Ja. Wie klein ist denn dein Mann im Moment? Also überhaupt nicht im Moment, sondern wie klein ist dein jetziger Mann? Ich fange mal beim Kleinsten an, der war so um die 1,68. Ja? So in deinem langen Leben schon? Es gab einen 1,68er und dann? Ja, so genau habe ich mir das auch nicht gemerkt. Ja, sag mal, wie groß der jetzige ist? Um die 1,80. Ja, das ist ja nicht so klein. Das sind 7 Zentimeter, da kriegen manche Männer schon Persönlichkeitsprobleme. stimmt. Aber ich meine, du hast ja auch da die ganz Kleinen schon durch, ne? Richtig. Tönt dich das an, kleine Männer? Würde ich nicht behaupten, nicht mehr als groß, aber ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn sie kleiner sind, weil darauf kommt es einfach nicht an. Achso, du bist einfach offen für alles, kann man sagen. Oder? Also die Kleinen sind schon ein Stück süßer. Die sind süßer. Die kann man schöner knuddeln. Richtig. Da kann man so einen Arm rumlegen. Ja, aber nicht so dominierend, sondern einfach nur, ja, ganz normal. Die sind halt... Ich weiß nicht. Also, zugänglicher. Ja, zugänglicher, süßer. Sind die denn in der Regel, so wie der Kai das vorhin auch gesagt hat, sind die so anlehnungsbedürftiger, die Kleinen? Oder sind die manchmal auch sehr maskulin und gibt's auch Macker? Genauso maskulin wie größere Männer. Gibt's auch Macker, Machos zwischen, so kleine Machos? Ja, die müssen sich ja erst recht profilieren, wenn sie keine Bestätigung bekommen. Ja, das stimmt schon. Ja. Hat das für dich einen sexuellen Reiz auch, das Kleine? Nicht mehr als das Große. Oder als die großen Männer. Ja, wir reden, ihr Lieben, falls ihr gerade zugeschaltet, wir reden von Männern als Gesamtgröße, ne? Natürlich, nur darum geht es. Was denn sonst? Ja, natürlich. Ja, was sonst auch. Also, mit Kai können wir dich nicht verkuppeln. Nein. Weil du in guten Händen bist. Wie gehst du denn mit so mit Diskriminierungen um? Wenn die böse Gesellschaft wieder sagt, oh, eine große Frau mit einem kleinen Mann. Wie gehst du damit um? Also es fing ja ehrlich gesagt schon in der 5. Klasse an, als ich auf der 1. Klassenfete mit einem ganz netten Jungen schwufen wollte. Ja. Und der wollte nicht, weil ich zu groß war. Ja. Es ging weiter mit, leg dir doch endlich mal einen Ziegelstein auf den Kopf, und irgendwann hat mein Antwortkatalog einfach parat. Weil ich bin, bis ich 1,87 war, wirklich bis ich 19 Jahre alt war, nur gewachsen. Ja.
Und natürlich reagiert das Umfeld. Aber du schießt dann verbal zurück und dann ist es auch gut. Auf jeden Fall. Ja. Gibt es das überhaupt noch so, wenn man durch die, wenn du jetzt durch die Stadt gehst mit einem, gut, deiner ist jetzt nicht so ganz klein, aber davor, der noch viel kleinere, dass Leute einfach so gucken und tuscheln? Gibt's das? Auf jeden Fall. Auch. Ja. Aber ist dir dann egal, ne? Natürlich. Ja, ja. Was kratzt es? Gibt's den Spruch? Den Baum, wenn die Sau sich dran reibt oder so, ne? Ist dir egal. Den kannte ich noch nicht. Tanja, wir müssen Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei. Jawohl. Schön, dass wir noch gesprochen haben. Viel Spaß mit deinen kleinen Männern. Vielen Dank. Alles Gute. Gleichfalls. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht. Uwe Petersen. Diese Frau ist mein Verderben, heißt unser Thema morgen. 0 Uhr könnt ihr anrufen. 1 Uhr sind wir hier, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht.